Willkommen zum zweiten Teil unserer Reise durch den Sonnenstaat der USA. Willkommen in Kalifornien. Die beiden Asphaltsurfer Annette und Oliver sind schon weit gekommen. Die Berliner erfüllen sich den lang gehegten Wunsch einer Rundreise auf kleinen Rollen mit klarer Zielsetzung: Surfen. Ich bin Stimme und darf dabei sein. Immer dabei, wie der Kakadu auf der Schulter des Piraten. Wir befinden uns in San Francisco, am Umkehrpunkt der Reise. Von hier geht es zurück Richtung Süden. Viel haben die beiden erlebt und schon 700 Kilometer Asphalt hinter sich gebracht. Die Stadt ist das Zentrum des kalifornischen Nordens. Annette und Oliver bleiben noch ein Wochenende. Dann soll es aber endlich wieder zum Surfen in den Süden gehen. Nach einem Abstecher nach Palm Springs rollen wir weiter nach San Diego an der mexikanischen Grenze. Bunt, positiv und quirlig. Gleichgeschlechtliche Liebe, softe Drogen und Biogemüse, so die Klischees San Franciscos. Und das Schöne ist, sie stimmen sogar. Annette und Oliver suchen nach Gleichgesinnten, nach Menschen auf Rollen und finden diese im Golden Gate Park. Der ist 5 Kilometer lang und 800 Meter breit und somit größer als der New Yorker Central Park auf der anderen Seite des Kontinents. Der Park ist eine künstliche Oase, geachtet und geliebt. Blumenbeete und Rabatten sind zwar eine super Sache, aber die Asphaltsurfer freuen sich auf ein Treffen unter Rollernden. Seit über 30 Jahren wird die rhythmische Fortbewegung auf kleinen Gummiwalzen im Park zelebriert. Mit ihren selbstgebauten Hightech-Rikschas fallen Annette und Oliver natürlich auf, selbst hier auf dem berühmtesten Rollerspot der Welt. Welcome to my world. Hi. Yeah, that was great. Thank you, thank you. What's your name? My name is David. Most of my friends here call me D, and everyone else calls me the Godfather. I'm like the Godfather skating here. Godfather must go out and skate. Yeah. Check it out. Mr. D gründete Ende der 70er Jahre eine Roller Skate Patrouille, um die hohe Zahl der Rollschuhläufer im Park zu koordinieren. Auch heute noch trägt dieser immer lachende Mensch zum positiven Image der Rollerskater bei. Mr. D ist zudem der Präsident der Californian Outdoor Roller Skating Association. Er macht nicht viel Wirbel um den Titel. Eigentlich will er immer nur Rollschuh fahren. Vor der Audienz beim Paten lernen wir, was er am meisten fürchtet. Keine Erdbeben, sondern... There's a bee on his hand. Okay, it's gone now. I have a deaf fear of bees. See this one here? When they enter my airspace, I kill them. No, it's gone. Anyway, skating has ups and downs. Some years it's fantastic. Some years it's me and my couple friends. Right now, it's a big upswing. Is it? It has a lot to do with roller disco. Yeah, things retro. What's old is new again. Roller skating fits in that category. I produce roller disco parties, and I've had like 600 and 700 people that can't skate.
Yeah. I mean, what they do is they hear their favorite song. Oh, Shake It Groove. Yeah. Shake It Groove. And they got skates on, and that's enough for them to touch that magic part. We ask everybody we meet, we ask about his favorite color. So we also have to know about your favorite color. My favorite color is red. Red? Red. Yeah, I like red. I'm from Kansas City, Missouri in the Midwest. They don't do this out there at all. But my favorite team is Kansas City Chiefs, and their colors are red and gold. And if you look around at all the things that I touch, it's red and gold in the colors. What are the colors of the Skate Patrol? We wear red outfits with gold trim. Wow. When we do parades, we're wearing red and gold all the time. I don't tell this to my skaters. You know, I like to think that they chose those colors. Als Dankeschön für die Rikscha-Runde bekommen die Rollschuhanfänger Annette und Oliver eine Unterrichtsstunde bei Mr. D's bestem Freund Richard. Der bringt meist älteren weiblichen Semestern den Rollschuh-Tanz bei, auch wenn nach eigener Aussage einige von den Damen jeweils nur einen Schritt in 10 Jahren lernen. Annette und Oliver zieht es zu den berühmten Surfspots in den Süden. Und darum wagen wir einen gewaltigen Sprung. 600 Kilometer. Und bitte. Nur, was machen die beiden mit Surfboards in der Wüste? Abgesehen davon, dass eben auch Wüste zu Kalifornien gehört, haben die Asphaltsurfer einen Besuch bei einer geliebten Freundin geplant, für die sich die Streckenquälerei auf jeden Fall lohnt. Palm Springs und Umgebung werden von den meisten Kaliforniern als Backyards von Los Angeles bezeichnet. Ein ganz schön weit entfernter und ziemlich großer Hinterhof, oder eher ein Steingarten. Die Gegend ist so etwas wie Teltow für Berlin, Speckgürtel und Wochenenddomizil. Auch hier wachsen im Umland immer mehr Ortschaften aus dem Nichts der Wüste in den blauen Himmel. Mutig, denn wenn es wieder ein großes Erdbeben gibt, wird das Epizentrum genau hier liegen. Unscharfe Bilder, die irgendwie alt aussehen, zum Teil kaputt sind und auf denen die Farben nicht stimmen. Was macht man damit? Wenn es Kunst ist, wird man damit berühmt. So geschehen mit den Arbeiten von Stefanie Schneider. Die Deutsche lebt schon seit vielen Jahren in Kalifornien, hat einer langen Reihe von Stars und Sternchen zu ausgefallenen fotografischen Porträts verholfen und erfolgreicher Musik die exklusive Plattenhülle gegeben. Im Auto? Nee. Naja, so ähnlich. 2 Autos. Wir haben auch 4 Räder. Damit seid ihr durch die Gegend gekarrt? Ja. Ja. Stefanie hat sich erkältet. Sie kann ein bisschen Aufmunterung gut gebrauchen. Und auch eine kleine, erzwungene Auszeit von der Arbeit kommt nicht so ungelegen. Prokrastination, ein kleiner Handlungsaufschub, können wir stimmen auch gut. Stefanie liebt Wohnwagen und hat eine eigenwillige Sammlung dieser ursprünglich deutschen Erfindung zusammengetragen. Sie sucht im ganzen Land nach den schönsten Trailern und findet manchmal, wie in diesem Fall, ein unverändertes Original, in dem sich sogar noch skurrile Überbleibsel einer vergangenen Zeit finden lassen. Earthquake Survival Kit. Earthquake Survival Kit? Nein, aus den 50ern. Und was ist denn da drin? Da ist was zu essen drin? Vor allen Dingen ist da Glucose drin. Band-Aid. Und nein, 10 Tonnen Zucker. Ja. Das ist eigentlich auch alles. Stefanie ist fasziniert von Filmen aus statischen Bildern. Standfilm würde ich es vielleicht näherungsweise nennen. Und das alles auf Polaroid-Bildern, die schon seit Jahren nicht mehr hergestellt werden. Also wir haben so 2000 Filme, 2000, nee, 2000 Bilder haben wir gemacht. Ja. Nee, 4000 Bilder haben wir, glaube ich, gemacht. 4000 Polaroids? Ja, also so 400
Filme haben wir, glaube ich, gerade verschossen. Oh nein, dann ist ja irgendwann mal Schluss. Oh. Ja, wenn Schluss ist, dann werde ich Gärtner. Gärtner ist auch schön. Aber wenn das Projekt fertig ist, ganz fertig, dann mache ich zumindest erstmal eine Pause. Weil ich glaube, ich kann einfach nicht mehr. Das ist anstrengend, ne? So ein Dreh. Ja, überhaupt, Kunst ist anstrengend. Bringt Spaß, aber ist auch echt anstrengend. Stefanie lebt in dieser Filmkulisse ein ganz echtes Leben im internationalen Kunstbetrieb. Viel Zeit für zu Hause sein bleibt da nicht. Eine Ausstellung jagt die nächste. Wien, London, Basel. Ihre Kunst ist auch Lebenskunst und funktioniert nur, wenn man sich wie Stefanie mit voller Breitseite hineinbegibt. Aber hier das Licht, welche Farbe hat das denn? Es war im Tal, es war wirklich rosa. Das ist ja der Sonnenaufgang. Ach, du meinst, das war die Farbe des Sonnenaufgangs? Das Rosane in der Luft? Ja, so manchmal mache ich auf und dann ist hier alles rosa rundherum. Das ist ja Wahnsinn. Schön. Die Freude und die immer neue Überraschung beim Fotografieren hat Stefanie sich bewahrt. Das gibt ihr die Kraft für neue Ideen. So zum Beispiel auch für ihr neuestes Filmprojekt, das sie mit einer herausragenden deutsch-amerikanischen Besetzung in monatelanger Arbeit umsetzt. Und zwischendurch darfst du freeze und dann müssen sie anhalten. Nee, das ist eigentlich immer nur, wenn was ganz Besonderes ist, was ich nochmal dann aufnehmen will, dann müssen sie nochmal innehalten. Aber meistens ist es einfach, ich sag halt, was passieren soll und. Mhm. Und dann spielen sie es einfach durch. Und das Udo Kier und das ist die Heather? Heather Christie. Und die guckt immer richtig traurig da auch. So ja, die bisschen. Ist ja auch ganz traurig. Und wird sie dann glücklich zum Ende hin? Ja, oder? Am Ende wird sie glücklich. Psst. Achso. Lisa. Oh ja, psst. Jetzt muss rausgeschnitten werden. Okay. Ich habe immer den Eindruck, eigentlich sind doch deine Fotos letztendlich so farbenfroh oder intensiver in der Farbe. Jedes Mal, wenn ich was mache, wenn ich einen neuen Shoot habe, dann sind die Farben anders. Die kommen nie gleich raus. Der hat halt, ist halt stärker im Rosa. Ja. Weil, ne, ja, mal, das genau. Rot und das Rosa kommt da extrem ja, gut. Ne? Genau, ist aber trotzdem ein bisschen dunkel, ja, diese Aufnahme jetzt. Ja. Aber ich muss das ein bisschen dunkler machen, weil sonst hätte man das Herz nicht gesehen. Hallo! Hi, Sie. Daisy ist Stefanies beste Freundin. Oh, hi. Have you met Annette? No, hi. I'm Daisy, nice to meet you. I know you from her photo. Sie ist eine begnadete, aber unbequeme und deshalb leider nur mittelerfolgreiche Schauspielerin in Hollywood. Ich weiß, von was ich rede. Do you want milk in your tea? Yes, please. Okay. Dafür ist sie eine herausragende Sängerin und Songschreiberin. In der Wüste wird es im Frühling immer wieder empfindlich kalt. Die Hitze gilt nur für die Täler. An den Hängen kühlt der Restschnee die Luft vom Meer wie in einer Klimaanlage herunter. Der Kamin ist keine Dekoration. Oh, it's not so good for the guitar. It was too cold earlier and so it'll go out of tune. The cold makes the metal contract. And now it's probably it will get like too warm if it's too close to the fire. Maybe it's better if you take it out of the box and play it. Oh. I see. You're playing tricks on me. Yeah. All right, I'll try. Now it's just a gun inside. Yeah. It's really just my. Oops, I brought the wrong one. It's my dirty laundry inside. I think I'm a ghost.
Palm Springs ist Sommerresidenz für alternde Feuchtigkeitsflüchtlinge. Es geht die Sage, man könne hier locker 110 Jahre alt werden. Am nächsten Morgen rollen Annette und Oliver ausgeruht und gestärkt weiter. Seit über 3 Wochen sind sie nun unterwegs. Es ist Zeit, etwas abzukürzen, denn es läuft nicht immer so schnell und flink leicht bergab. Eine Skateboardreise ist hart und geht auf die Knochen. Apropos Knochen, heute teilen sich die Rentner den retro-gestylten Kurort mit tausenden Homosexuellen, die große Treffen in der Stadt abhalten. Das liegt an der lässigen Haltung seiner Bewohner, die auch schon schwulen Bürgermeistern ihre Stimme gaben. Viel Wind im Nichts. Hier drehen sich über 3000 Propeller bei einer Kapazität von 600 Megawatt. Das ist zwar nur die Hälfte eines durchschnittlichen Atomreaktors, aber trotzdem eine Menge Strom und vor allem ungefährlicher. Unsere Asphaltsurfer zieht es zurück ans Meer. San Diego wartet mit Sonnenschein, Strand und ersehnter Wärme. Der Amtrak ist da ein bequemes und preiswertes Transportmittel. Stunden haben wir wieder Wasser. Ja, Wasser. Wasser. Und besseres Wetter. Das glaube ich nicht. Ich dachte, in der Wüste wäre es immer knaller heiß. War ja wohl nix. Zugfahrt wird Annette und Oliver erst nach Los Angeles führen. Dort steigen sie in den Küstenzug Surfliner um, der sie bis fast an die mexikanische Grenze bringt. Annette und Oliver sind beruflich Designer. Sie analysieren zu Hause und auf langen Reisen sich andeutende Farbtrends und geben Empfehlungen für große Unternehmen in Buchform heraus. Wir können ja mal überall hinten draufschreiben oder vorne, von wem das ist. Die Farbtafeln sind für die beiden Gedankenstützen und Erinnerungen wie für andere Menschen Fotos. Die beiden haben mit ihrer kleinen Sammlung noch etwas vor, aber ich verrate noch nicht was. Das ist das Rot und Gold vom Godfather. David. Mr. D. Mr. D. Schon in Capistrano, wie toll. How long does it take to go to Disneyland from San Diego? About 2 hours. What was the best thing? No. Ah, that's the reason. Eine Verlobung also. In Disneyland. Das würden Annette und Oliver wahrscheinlich nicht tun. Außerdem sind die beiden schon verheiratet. Ihre Hochzeitsreise ein Jahr zuvor hat auch sie nach Kalifornien geführt, wo sie die Hochzeitsgarderobe gegen Neoprenanzüge und einen ausgiebigen Sommersurf getauscht haben. Und da sind wir schon. San Diego ist eine junge Millionenstadt und das wirtschaftliche Zentrum im südlichsten Teil Kaliforniens. Angeblich regnet es hier nur 3 Tage im Jahr. Das ist natürlich totaler Quatsch, aber es stimmt, dass die Region das angenehmste maritime Klima hat. Außerdem ist es der Startpunkt für die letzte Etappe auf Annettes und Olivers Reise.
Ihr Plan ist, die Surfparadiese auf dem Weg von der mexikanischen Grenze bis zum LA County im wahrsten Sinne des Wortes von unten aufzurollen. San Diego ist die wichtigste Hafenstadt der Westküste. Das Militär und die Rüstungsindustrie sind die größten Arbeitgeber der Region, denn leider gibt es ständig Kriege und man fährt mit dem Schiff hin. Wen wundert's, dass es hier wenig Kriminalität gibt? Alle sind immer unterwegs. Und dank der momentanen Weltpolitik geht es hier wirtschaftlich leicht bergauf. Manche mögen es allerdings, wenn es ordentlich bergab geht. The hills around my house and stuff, but I race internationally and across California and the United States. Oh, really? Mm-hmm. Traveling and riding and stuff, that's the best, but riding down hills is the funnest. And how fast do you go then? Up to 55. The world record right now is 80 miles an hour. 80 miles? Oh my god, they're faster than on the Autobahn. Yeah. It's a pretty small scene right now, but it's definitely booming, especially in California. Your board, is this a special board, or is this? It's just. Did you make it yourself? The shape is my shape, but are just the people that make the board. But it's just really thick and maple, and just like a surfboard shape, like California. I don't know. I like things that please my eyes, yeah. And the things that shapes that I like. So I try to make it as me as possible. Oh, okay. So it's an extension of my personality. What's your favorite color? I like green, but I like black and white stripes a lot. When I'm riding, I try to differentiate from everybody, because everybody has suits and everybody has black, because black is black. So the stripes makes it so that when I'm way down the road, people can see, like, oh, they see the stripes, that's Max Caps. Nice meeting you. Nice meeting you guys too. You have a great day. Yeah, you too. Bye. Tschüss. Die Asphaltsurfer wollen weiter zum Meer. Die Strände sind zum Greifen nah. Jared ist 30 Jahre, verlobt und durch das Surfen und Paddeln zum Umweltschutz gekommen. Er hat gleich mehrere Jobs, die ihn auf Trab halten, denn Umweltschutz wird nicht bezahlt. Üblicherweise surft Jared jeden Morgen. Nach eigener Aussage tut er das neben dem Spaß an sich, um zu spüren, für was er aktiv ist. Aber er sieht auch den großen Zusammenhang. Gift im Mississippi, die Ölpest im Golf von Mexiko, saure Böden, der elende Plastikmüll im Ozean und grenzüberschreitende Umweltverschmutzung. Hey! Hey, how you guys doing? Go surfing! Going surfing? Yes, of course. Have you guys been surfing here before? No. No, I wouldn't recommend it. This is one of the most polluted areas in California. Ew. No, I can show you some great spots a little bit further north where you can definitely dive in and enjoy some beautiful views. But we would really love to check out the beach here. Well, how about we go for a walk? Let me show you guys around. Okay. Yeah, we leave our rickshaws here. I just take the values with me. Yeah, just take, you know, if you got like a camera or keys or anything like that, take them with you. But you should be fine. This is a pretty well-protected area. Okay, let's go. All right, awesome. Let's do it. Cool. Ein gut geschütztes Areal meint in diesem Fall, dass man definitiv nicht unbeobachtet ist, wenn man sich hier bewegt. Der Borderfield State Park ist gut angelegt, macht er doch ein einwanderungssensibles Gebiet gut einsehbar. Kalifornien hat einen 200 Kilometer langen Tortilla-Vorhang genannten Grenzabschnitt zu Mexiko. Durch massive Überwachung versucht man, den illegalen Grenzübertritten Einhalt zu gebieten. Oliver und Annette sind traurig, dass man hier nicht surfen kann, obwohl Wellen und Wetter sehr gut sind. Sollte man es nicht einfach trotzdem machen? Jared berichtet, dass als Letzte hier noch die Navy Seals trainierten, bis auch diese harten Jungs wegen Übelkeit, Pusteln am Hintern und Ausschlag auf der Stirn aufgeben mussten. Damit es vielleicht in Zukunft mal wieder möglich wird, hier zu surfen, hat Jared gemeinsam mit seinen Kollegen einen 90-Tage-Plan zum Schutz der Gewässer aufgestellt. What exactly is a 90-Day-Plan? Yeah, the 90-day plan is this educational piece we put together. And my friend Christian, the guy who got things started with Below the Surface, who I joined as the co-founder, did a canoe trip down the Mississippi River.
He went from basically the lower Mississippi, from where the Ohio River and the Mississippi meet, about 700 miles south. Wow. After that, he learned that it takes 90 days for water to go from the source of the Mississippi to the sea down in the Gulf of Mexico. So he decided to make an education plan based on how long water stays in a river. Yeah. Okay, so like the first day of the 90-day plan is learn how to swim. Is actually go out and get in the river, go for a swim, or your lake or whatever's nearby, yeah. Just to get out in and experience it, feel it, and learn to appreciate it. Yeah. One of the other days is to get a reusable shopping bag. Instead of using plastic or paper, yeah. Just get a canvas bag like you've got right there. Use that as an alternative. Yeah. Okay. And it's just about making little, simple lifestyle changes, daily changes in what we do and how we use things. Yeah. And as more and more people start doing that, we get this collective momentum that will change things. Perlen der Surfkultur. Auf La Jolla folgen Encinitas und San Clemente. Weit liegen die Orte nicht auseinander. Sie sind Teil des Orange County, das sich südlich an das LA County und die Surfspots unterhalb von LA anschließt. Auf 100 Kilometern Strecke findet sich alles, was Annettes und Olivers Herz begehrt. Ein Stück. Ja, mach mal ganz relax, Stück für Stück, mit ein paar Pausen dazwischen. Und endlich ist es soweit. Die beiden können wieder ins Wasser. Die Konditionen sind bestens. Wenn ich nur surfen könnte. Mein alter Ego prügelt sich aber lieber oder steht in der Mitte eines Flusses herum. Autoaufkleber mit dem Spruch Essen, Schlafen, Surfen sind keine Aufschneiderei, sondern eine wahrhafte Lebenseinstellung. Es gibt keinen Grund, zwischen einem Abendsurf und einem Morgensurf längere Pausen zu machen. Denn den besten Surf gibt es in den Morgenstunden, bevor die Sonne aufgegangen ist. Das Frühaufstehen lohnt sich. Wenn andere erst erwachen, kommen Annette und Oliver schon mit einem Lachen wieder am Strand an. Es ist eine positive Energie, die sich mit der Kraft des Ozeans über das Surfboard auf den Menschen, der es reitet, überträgt. Surfen kann auch Lebensaufgabe und Berufsstand bedeuten, selbst wenn man nicht als Sportler im Wasser sein Geld verdient, sondern als Entwickler der Sportgeräte. Andrea Holman versucht sich in diesem Geschäft, wenn sie nicht gerade mit ihren eigenen Erzeugnissen im Wasser ist. Environmental kind of
eco-minded surfboards like these with the recycled foam. This one, may I pick it up? Yeah. So the foam is one of the most toxic parts of the surfboard. So this foam is made from 100% post-consumer recycled foam. So like when you get a new TV or stereo, like in the box there's styrofoam. Yeah. They shred it and... They shred it and turn it into a surfboard. No way. Yeah, but it's so light. It's super light. It's incredible light. Mm-hmm. So good luck. We'll enjoy living here. Yeah. No worries. Bye. Oliver und Annette rollen parallel des Pacific Coast Highway. In der Nähe von Encinitas wohnen die Jazzgötter des Surf. Die kleinen Jungs hier sind es aber noch nicht. Two. Two would be nice. Yeah. How much is it? As much as you'd like to pay. Post. Did you do it on your own, the lemonade? Yeah, we made it ourselves, but it was store-bought. So I have $2. Is that okay for the beginning? Yeah, great. Thank you. Surfen bestimmt mehr als nur das sportliche Leben. Man redet von Surfmode, Surfliteratur, Surffilmen, Surfmusik und so weiter. Nur Surfer können Surfer verstehen. Und so sind natürlich auch die Jazzgötter des Surfens selbst Surfer. Die als Madsen 2 bekannten Brüder reiten mit ihrer Musik gerade die Spitzenwelle des musikalischen Surfens. Es zieht Annette und Oliver weiter nach San Clemente. Unsere Asphaltsurfer haben hier noch eine wichtige Verabredung. Es gilt, sich einen großen Wunsch zu erfüllen, bevor die Rückkehr ins meerlose Berlin ansteht. San Clemente ist das Herz des Orange County. Keine Stadt repräsentiert das kalifornische Lebensgefühl besser. Das sah auch Ex-Präsident Nixon so und kaufte ein Haus mit Blick auf die Surfspots San Onofre und Dressels. Bis 1978 empfing er hier andere Staatsleute, so auch Brezhnev, den Hardliner aus dem Kreml, und weitere illustre Persönlichkeiten des Kalten Krieges. Für Nixon interessiert sich hier heute niemand mehr. San Clemente ist fest in der Hand der Wellenreiter. Ein wichtiger Vertreter des modernen Surfens ist der Surfboard-Designer Bill Stewart. Bill ist 60, stammt aus Kentucky, war arm und verdiente sich mit dem Schnitzen von damals modernen Tiki-Figuren, hawaiianischer Trivialkunst, ein Zubrot. Das fand eine eher griesgrämige Hausverkäuferin so sympathisch, dass sie dem fast mittellosen Bill ihr Grundstück veräußerte und damit der jungen Familie Stewart für Kinderstube, Atelier und Surferleben ein Zuhause gab. Er war angekommen. Nun zeigt sich, dass es möglich ist, alle Lieblingsfarben der Kalifornier auf einem Gegenstand zu vereinen. Gold für Mr. D, das Logo mache ich gold, ja? Ja. Und Jared hat, Jared hat hellblau. Ach, hellblau ist noch nicht ausgemalt. Hellblau, ich mal hellblau. Ja. So ein Grün? Ja. Dann hat er hier, Steffi. Ohai brauchen wir noch. Und Steffis Pink setzen wir einfach daneben, oder? Ja. Und unten lassen wir einfach plain, weiß. Oh, okay. It's Stuart, I'm Annette. Nice to meet you, Annette. I'm Oliver. Hi. You know, we have traveled across California and now we found out the favorite colors of the Californians. Okay. And we would like to do a board with those colors. Let's see what you got here. You did a nice job. This looks like we can do this no problem. Cool. Das haut Annette und Oliver nun fast aus den Socken.
Dass Bill Stewart selbst das Board shaped, ist mehr als ungewöhnlich und eine besondere Ehre. Normalerweise tun dies seine drei festangestellten Spezialisten. Bei über 30 Jahren Erfahrung gelingt es Bill, einem Board in 52 Minuten, ohne zu messen, die perfekte Form zu verleihen. Andere Shaper brauchen dafür mehrere Stunden. Das Board seine Form, kann es künstlerisch gestaltet werden, was natürlich in den meisten Fällen geschieht, denn das Board soll so individuell wie sein Nutzer sein. So, we really need a strong, like a, not too dark, but a strong feather. The trick with tints is the more you put on, the darker it gets. So you have to get to a certain point. Also, when the paint dries, it tends to darken up a little bit. So you have to kind of like, you know, work at it carefully until you get to the point where you're at. Yeah, okay. He's been doing this for 25 or 30 years. 30 years already. I think he's pretty good. Nach dem Auftragen von Glasfasermatten, die das Board wie ein Exoskelett stützen, bringt José die finale Kunstharzschicht und die wachsartige Versiegelung auf. Ein wichtiger Moment, der viel Erfahrung erfordert. Rise and off on the wax rays, that way we can peel off the tape and expose it to the UV rays. Ah, okay, yeah. Okay. Okay. It looks nice. It does. And how long does it take until maybe it's able to... For right now, this stage, maybe 5 minutes, 10 minutes the most. And then we take it outside in the sunlight, and the sun does rest for us. Yeah. That's so cool. It's green. Während das Board ganz ökologisch an der frischen Luft trocknet und aushärtet, haben Oliver und Annette Zeit, Bill nach seiner Kalifornien-Geschichte zu fragen. The reason I came here for surfing. Oh, really? Only for surfing? Only for surfing. Little some girls. So when was that? I came here in 1971 from Florida. I drove a $500 van, and a 15-year-old friend of mine jumped in the van with me, and we drove away, and he quit school just to come here with me. Do you also surf that often? Yeah. No, lately, in the freezing cold and rain and dirty water, I haven't. It's been really cold the last 2 months, but now the season's, the weather's clearing up, so I'll be out there. Yeah. I can still surf good. Not the one I made. Yeah. My first surfboard was a Hobie surfboard that I bought in 1963. Oh, okay. For $32, I mowed 32 lawns to pay for it, and from a guy named Freddie Pisco, and that was my first board. And it was a professional board at the time. Oh, okay. Yeah. The word father of modern longboarding. Yes. First, why father? And second, what is modern longboarding? The modern longboard has concave bottoms, hard edges, multiple fins, and you pump speed into the board, just like a shortboard. Yeah. I look at it as two parts. Yeah. It's a Porsche in the back and a pickup truck in the front. Yeah. Okay? So when I'm on the tail, I'm on a Porsche. I want to go really fast and turn really hard. Yeah. And then when I set up, then I run up and I want to classically hang 10 and have style and grace and form. Yeah. And so you were the first
Who tried that with the longboard? Yeah, well, I invented all the progressive things that made that board. I ran the first full-page ad of longboarding in Surfer Magazine. Everybody was like, what the hell? Yeah, why longboarding? But when you do it, you never have a bad day longboarding. Yeah, of course. You know, I still think shortboarding is the best surfing in the world. Uh-huh. I do believe that. But not everybody can shortboard. And the joy and the fun you have on a longboard, it's fun every time. Der Jeden-Tag-Spaß lässt sich ganz leicht an Wochenenden in den warmen Abwässern und den schönen Wellen vor dem Atomkraftwerk San Onofre bestaunen. Der Strand war schon immer Surfland. Warum hier ein Atommeiler hingesetzt wurde, bleibt vielen ein Rätsel. Aber Amerikaner sind pragmatisch und außerdem gibt es Schöneres zu sehen. Zum Beispiel die kalifornische Surfmeisterin Lulu Erkenef, Altersklasse 15, auch wenn man es kaum glauben will. Das neue Surfboard mit den auf ihm verewigten Lieblingsfarben der Kalifornier muss in den Wassern vor San Clemente getauft werden. Auf dass es den Geist der kalifornischen Küste mit sich trage und für Annette und Oliver konserviere. Es ist schön, schade, Wachs drauf zu machen auf das jungfräuliche Brett hier. Aber es ist auch schade, kein Wachs drauf zu machen. Stimmt. Kein Wachs, kein Surf. Freust du dich auf zu Hause? Nee. Was willst du mehr? Sonne, Strand, Surfen? Fertig? Du darfst zuerst. Binnenland und deutscher Regen warten schon. Aber die vielen Erinnerungen werden bleiben. Unsere Asphaltsurfer planen schon die nächste Rollerreise. Noch ist nicht alles in Kalifornien entdeckt und der Asphalt geduldig. Das Meer rennt auch niemandem davon. Die Wellen werden weiter mit Freude Menschen und bunten Styropor auf sich gleiten lassen. Für Annette und Oliver heißt es nun heimkehren. Für uns Stimmen heißt es schweigen. Aloha.